In diesem Video geht es um den Schlagerstar Roy Black, der vor 32 Jahren im Alter von nur 48 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Doch jetzt kehrt er tatsächlich zurück auf die Bühne, dank modernster Technologie. Roy Black begann seine Karriere in den 1960er Jahren und begeisterte seither mit seinen Songs wie »Schön ist es auf der Welt zu sein« oder »Ganz in Weiße« seine zahlreichen Fans. Auch als Schauspieler konnte er sich beweisen und wirkte in mehreren deutschen Musikfilmen mit sowie in der Fernsehserie »Ein Schloss am Wörthersee«. Nun soll der Entertainer mit Hilfe von modernster Technologie wieder auferstehen. Die Lisa-Filmmacher planen, den 30. Jahrestag der »Ein Schloss am Wörthersee«-Serie zu feiern und zusätzlich den 80. Geburtstag des verstorbenen Roy Black zu würdigen. Dafür haben sie etwas ganz Besonderes geplant, einen Doppelgänger-Wettbewerb und einen Überraschungsauftritt von Roy Black, der zu seinen Fans sprechen und sogar singen könnte. Doch wie soll das funktionieren? Mit Hilfe modernster Technologie. Roys sogenannter Avatar, eine digitale Version eines Menschen, basiert auf gesammelten Bewegungsmustern und Stimmproben. Seine Witwe Carmen und die Kinder Thorsten und Natalie sollen laut der Produktion mit dieser Idee einverstanden sein. Insgesamt ist dies ein sehr interessantes Projekt, das zeigt, wie weit die Technologie mittlerweile fortgeschritten ist. Es wird spannend zu sehen sein, wie der Auftritt von Roy Black als digitaler Avatar bei seinen Fans ankommt und wie realistisch die digitale Version des Schlagerstars tatsächlich sein wird. Wir können gespannt sein.